Liebe Freunde der Musik, ich habe euch ja schon angekündigt, dass ich euch im Laufe dieser Crowdfunding-Kampagne für meine Weihnachts-CD immer wieder im Abstand von ein paar Tagen, allen möglichen, ein bisschen was über die Lieder erzählen werde. Heute möchte ich euch erzählen über Entre le Bœuf et l'Angry und Les Anges dans nos Campagnes, zwei Lieder, die ich in Frankreich kennengelernt habe. Ich war dort 2009 im Kloster zu Weihnachten und es war einfach wunderschön. Ich habe dort so viele unbekannte Weihnachtslieder kennengelernt, die einfach so mit Herz gesungen wurden, mehrstimmig, wunderschön, musiziert, an der Krippe, die sie hergerichtet hatten, mit Stroh und allem. Und jedes Mal, wenn ich einige dieser Lieder höre, dann erinnere ich mich daran und mein Herz geht auf. Und das möchte ich mit euch teilen. Deswegen nehme ich unter anderem Entre le Bœuf et l'Angry auf. Der Titel ist etwas witzig, es heißt Zwischen dem Rind und dem grauen Esel. Und was geschieht dazwischen? Es schläft ein Kind. Und dieses Kind ist aber nicht irgendein Kind. Und Les Anges dans nos Campagnes ist ein Lied, da geht es um die Engel auf dem Feld, die zu den Hirten gehen und ihnen verkünden, was geschehen ist. Nämlich, dass dieses Baby zwischen dem Esel und dem Rind schläft. Und dass dieses Baby natürlich nicht irgendwer ist. Und es gibt in diesem Lied so ein wunderschönes Gloria, das in der Gemeinschaft, wo ich war, einfach so wunderschön gespielt wird. Es werden die Glocken noch einmal geläutet, die Schwestern und Brüder holen ihre Flöten raus, es gibt irgendeine Trommel, eine Harfe, wenn sie da ist. Also es wird wirklich wunderschön gemacht und es ist so viel Freude dabei. Das ist so ansteckend und ich hoffe, dass ich zumindest einen kleinen Teil dieser Freude, die die kleinen Schwestern und Brüder dabei haben und die ich dabei empfunden habe, als ich das gehört habe und die ich immer empfinde, wenn ich dieses Lied höre und singe, dass sich das auch auf euch überträgt. Ich bitte euch ganz herzlich, mich einfach dabei zu unterstützen, dass ich dieses Projekt realisieren kann. Ihr könnt euch für 25 Euro eine CD vorab sichern, die ich euch dann schön verpackt und mit einer persönlichen Widmung und mit einem persönlichen Weihnachtsgruß schicken werde. Und wer möchte und wer in Wien ist, kann sich am 30. November schon die Inhalte der CD in einem kleinen Hauskonzert bei mir anhören. Und weil da werde ich eine Art Endspurt Crowdfunding Konzert machen, als Hauskonzert bei mir zu Hause. Ich würde mich sehr freuen, wenn einige von euch kommen und vielleicht ist das für euch dann eine Gelegenheit, dass ihr sagt, okay, ich will mir die CD wirklich vorab sichern und solltet ihr bis dahin mich noch nicht unterstützt haben, könnt ihr das dann an dem Abend auch tun. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr kommt, aber ich freue mich natürlich auch schon, wenn einige euch, also von euch mich jetzt schon unterstützen. Ich danke euch ganz herzlich. Alles Liebe. Ciao.